Oh, da wären wir wieder. Ich habe einen Weg gefunden, der hier runterführt in der militärischen Anlage. Ich habe jetzt öfters mal auf die Karte geguckt, um überhaupt zu wissen, wo wie was ist. Und da mich die Hunde hier so durchgejagt haben, habe ich diesen Gang hier nicht gesehen. Und jetzt kommen wir nach unten. Ich habe schon eine gewisse Ahnung, wo das hinführt. Eine Sicherung für den Ventilator. Geht zurzeit ein. Wir müssen es nicht ausschalten. So, guck mal hier. Fantastic. Der will, der hat noch nicht. So, hier ist noch was. Ein Gerät für die Ventilation. Das wurde scheinbar sehr häufig benutzt. Jetzt dürften wir hier sein, wo Steve lang gegangen ist. Genau, jetzt ist die Tür von der anderen Seite wahrscheinlich wieder offen. Ah, hier. Da ist der Granatwerfer drin. Endlich! Endlich! Gib mir das! Ja! Peak, ja. Und hier waren auch noch Granaten drin. Boah, damit werde ich diesen gelben Hanis so einen einschenken. Könnt ihr euch drauf verlassen. Aber natürlich. Das sind eure Granaten. Chemikalien für die Wartung von Waffen. Stone-Teile liegen auf dem Arbeitstisch. Leider nicht für die M93R. Was ist denn die M93R? Ist das der Granatenwerfer? M79 Granatwerfer. Wenn ich die Pistole gemeint prüfe. M93R, ja. Italienische Pistole, sie benötigt 9x19mm Patronen. Aber dieses Green Goo kann ich doch mitnehmen, oder? Was liegt da so drin? Na also, hat die blaue Karte doch echt einen guten Zweck erfüllt, dass ich den Granatwerfer habe. Wir gehen jetzt mal komplett zurück. Hier ist nichts mehr. Und das Ding fährt auch nicht. Und oben stampft wahrscheinlich auch einer von diesen gelben Hackfressen rum. Keine Chance, die Ventilation abzustellen mit dem Hebel. Nee, es geht irgendwie nicht.
mal hier durch. Oh ja. Dies. Was ist das? Ah. So, der Aufzug. Bin ich zurzeit im Untergeschoss. Eigentlich nirgendwo hin. B1F. Da führte gerade noch ein Weg runter, den wollte ich mir noch gerne angucken. So, das geht nicht. Okay. Wir können in zwei Richtungen fahren. Einmal nach oben und einmal nach unten wahrscheinlich. Untergeschoss. Zum ersten Floor. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Oh Gott, hinter mir. Nein. Guten Tag. Wo führt diese Tür wohl hin? Dup, dup, dup. Knarz, knarz. Oh, wie praktisch. Nimm die Gelegenheit wahr und speichere mal direkt, nachdem ich so lange gesucht habe, nach den Türen für die blaue Karte und hier rumgeirrt bin. Diorama-Raum. Da ist die zweite, das zweite Emblem, was ich brauche. Das Porträt eines Mannes. Das scheint ein Bild dieses Raumes zu sein. Ja, aber auf der anderen Seite hing ein anderes Bild. Das, was jetzt im... sag schon. In dem Raum hängt, wo die Nummer draufsteht, wir rein müssen. Man glaube ich da auch wieder hinhängen. An der Wand war scheinbar ein Bild. Das siehst du richtig. Was? Ist von der anderen Seite verschlossen. Scheiße. Das macht nichts. Ich hab, was ich wollte. Bin nicht zur Zeit im Erdgeschoss. Nach oben. Wenn ich nach unten, dann geht's immer nach oben. Keep out. Das ist wahrscheinlich ein Shortcut. Oh. Die linke Karte wird nicht mehr benötigt. Weg. Die blaue Kartenleser. Ja, und da geht's zu der Tür, wo wir dann mit Steve seinen Vater getroffen haben. Die ist doch eh wieder auf, ich weiß es doch. Das andere snack ich. Ah, scheiße. Das ist schlecht. Ich brauch das. Ich brauch das.
Albion description. Creature which is created by injecting the T-Virus into genes of a salamander. Characteristics. Similar to a normal amphibian, an albionoid body will change as it grows with age. When young, an albionoid is small in size, but it can grow to over 7 feet in a very short time frame, 10 plus hour. They possess high mobility and are able to discharge electricity. These characteristics are most notable when they are underwater in their adult form. Okay, haben wir was gelesen über einen Gegner? Da liegen Granaten rum. Und aber andere, ne? Oh Gott, jetzt habe ich hier zwei Sachen, die ich unbedingt mitnehmen muss. Aber keine Sorge. Das ist jetzt hier der Shortcut. Und wenn wir jetzt wieder reingehen, kommen wir direkt zur Truhe. Also wenn wir hier durchgehen und dann auf rechts, ist ja die Truhe. Das heißt, wir können dann direkt die Sachen ablagern, gehen nochmal zurück und holen die anderen Sachen. Das Emblem brauchen wir auf jeden Fall und die Granaten nehme ich auch mit. Besser ist das. Diese Platte, die ich bekommen habe, diese blaue, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die werde ich gleich einsetzen. Ich weiß auch schon wo. Das war bei der Guillotine. Und den Rest können wir ablegen. Einfach mal nur ein Kraut mit, das passt. Hallo? Könnt ihr die Verbände nicht kombinieren? Die Granaten lasse ich auch mal da. Ja. Ich denke, das passt soweit. Weil wenn ich mir jetzt noch das Ding hole, was da rumliegt, das packe ich dann wieder in die Truhe, weil das brauche ich aktuell nicht. Und die Granaten auch. Und mit dem, was wir noch an freiem Platz haben, das sind jetzt 3 Slots. Ja. Mit denen laufen wir dann auch weiterhin rum. Ah, na so Strapazen läuft's auch wieder jetzt. Ich bin ganz froh. Ah. Komm der Sache langsam näher. Ich glaube auch von der Spielzeit her sind es noch so, keine Ahnung, 3 Stunden, 4 Stunden, dann sind wir durch. Das ist schon, glaube ich, bei über der Hälfte ungefähr. Wie sie auf den Zombie schon guckt, wie er da liegt. Wenn hier so laute Fahrzeuge durch die Gegend fahren, liebe ich ja. Immer ein Wohlgeschmack für meine Ohren. Vielleicht sollte ich mein Auto auch so aufmotzen, dass es irgendwie Sound macht von über 100 Dezibel. Vielleicht wäre das was. Was für alle. Gut, das legen wir ab. Die Granaten bin ich mir nicht sicher, ob ich die mitnehmen soll, aber für den Fall der Fälle nehme ich sie mal mit. Ich überlege gerade, ob hier nochmal Speicher eine Idee wäre. Aber bei dem ich jetzt so viel geholt habe, aber ich habe nicht mehr viele Ink Ribbons. Ja, egal. Drauf geschießen.
Jetzt müssen wir wieder durch, durch die Menschen durch, dann wieder raus. Nicht durch die Menschen, hier durch diese Trainingsanlage. Wäre geil, wenn der Aufzug funktioniert, aber tut er nicht. Umi ist auch noch da. Könnt ihn töten, aber... Dann habe ich halt kaum Granaten noch. Mit ein paar Explosionsfallen kriegt man den, glaube ich, nicht kaputt. Beziehungsweise vielleicht schon, aber es dauert. Schätze ich jetzt, ich weiß es nicht. Ich habe das Vieh noch nie getötet. Ich habe den immer am Leben gelassen, weil... Ja, viel Schaden macht er jetzt nicht auf Kontakt. Und ja, lass ich ihn einfach leben. Was soll's. Wenn er mir nichts tut, tue ich ihm auch nichts. Aber wenn er mich dann penetrant nervt, muss ich ihn dann irgendwann killen. Er ist jetzt keine permanente Gefahr, dass er mich jetzt auch irgendwie stalkt und überall hin verfolgt. Er bleibt ja nur in seinem Bereich, also von daher ist er vollkommen okay. Hier sind noch Zombies, glaube ich. Da sind immer welche. Ich drücke schon aufs Touchpad. Muss ich töten, sonst habe ich hier keine Ruhe. Sag mal, was hältst du denn aus? Bleibst du liegen? Ja, noch einer. Ja, okay, der ist okay. This is fine. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo das war. Wo muss ich da hin? So lang. Oder? Nee. Andere Tür. Ist halt auch. Er ist halt auch nicht der Schnellste. Ich will einfach nur. So, ja. Er stand dort und begutachtete das gute Wetter. Aber dafür habe ich leider keine Zeit. Es tut mir leid. Ich muss hier arbeiten. Wie war das? Bei der Guillotine. Ja. Okay. Hilfe! Die stehen überall. Die stehen da rum hinter der Tür, ne? Richtig gemein. 5 habe ich noch. Na komm. Nein. Ah, ich weiß, wo ich bin. Jetzt holen wir unsere Sachen, die wir nicht holen konnten vorher. Guck mal, da ist noch ein Kraut. Wundervoll, ne? Die Mischung macht's. Jetzt kommen wir quasi hier auf die andere Seite, da wo diese Kiste war, die die Tür blockiert hat. Hier. Aber erstmal nehme ich die Munition mit, die hier so schön rumliegt. Kriegst du mal doch ab.
So, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo ich die Sachen, die ich in diesem Metallbehälter da bunkern musste, endlich holen kann. Die Granaten und ich glaube, Farbänder sind noch da drin. Please deposit any metallic items you have in the security box. Eigentlich nichts lagern, ich möchte nur was rausnehmen. Das hätten wir. Versuch es mal so ein bisschen zu ordnen. Machen wir mal hier hin. Ja, das passt so. Frag dich, dass hier noch eine Kiste ist, ne? Wusste ich gar nicht mehr. What we got here? Let's have a look. Dining Room. Scheint so, als ob er seziert wurde. Er ist bereits tot. Das hält die Typen trotzdem nicht davon ab, hier rumzulaufen. Zahlreiche unbekannte Chemikalien. Ich will die Munition. Na gut. Aber da. Ein Acid-Spray. Natürlich nehme ich es mit. Frage. Einen leichten Zack. Da ist eine Tür. Stapelte Leichensäcke. Wie gut das riechen muss. Selbst wenn die zu sind, dringt der Duft ja trotzdem irgendwo nach außen. Oh, was haben wir denn da? Notiz des Anatomen. In meinem Verstand hat sich ein Dämon eingenistet. Ich kann seinen brutalen Attacken nicht widerstehen, der mich dazu treiben, schreckliche Dinge zu tun. Es ist wie eine grausige Zeremonie. Wenn ich von dem Dämon besessen bin, liebe ich es, wenn sich Menschen vor Schmerzen winden, wenn sie in Agonie schreien und ihre Körper sich grausam verkrampfen, während sie langsam sterben. Doch Sir Alfred war so freundlich, mich aufzunehmen, und er hat mir die Räume, Chemikalien und sonstiges Material zur Verfügung gestellt, um alles zu erforschen. Ich darf Sir Alfreds Vertrauen nie enttäuschen. Es ist besonders wichtig, dass niemand jemals den heiligen Raum zu Gesicht bekommt, den nur er und ich kennen. Ich schwöre, das Geheimnis, um den Keller dieses Gebäudes mit ins Grab zu nehmen. Natürlich trage ich den Schlüssel zu den heiligen Orts stets bei mir. Doch selbst wenn jemals ein Außenstehender ihn sehen sollte, würde er niemals vermuten, dass das ein Schlüssel sei. Ich darf nie vergessen, dass ich tot bin, wenn Sir Alfred mir nicht mehr vertraut. Sie haben eingeheftet die Info. Ein hochwertiges anatomisches Modell. Aber irgendwas fehlt. Ja, ein Auge. Sieht man ja. Sticht so hervor durch die Grafik. Okay. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Dann gehen wir hier rum. Klar! It's moving! Naht! Da! Oh Gott! Leer. Schlecht. Brennst! Fall um! Uiui. Nimm's mit! Yeah.
geht nicht. Nur rot und grün. Die Supermischung klappt hier nicht. Wenn man zurück sollte und die Leiche anschauen. Oh shit. Guck nicht auf die Leiche rechts von dir. Über was vor dir ist. Da! No. Halt. Nehmen wir das. Seid ihr tot? Ganz so. Hier ist das Krematorium, wie es scheint. Ah. Sparkoffer. Yes. Ein einfaches Schloss, den Dietrich benutzen, natürlich. Yes. Umbauteile waren im Stahlkoffer. Kann hiermit ausgerüstet werden. Taktisches Upgrade. Yeah. Pistole ist nun stärker. Hat sich gelohnt. Aber der eigentliche Grund, warum wir hier rein sind, war doch was anderes, oder? Aber hier ist nichts. Hier sind nur die Leichen verbrannt. Und die eine Leiche hat sich bewegt. Das war ein eindeutiger Hinweis. Auch hier diese Spieße, ne? Voll gemein. Richtig fahl. Aufgespießt, gefoltert, verbrannt, alles. Wir haben einen Herzschlag. Wer auch immer du bist hinter der Tür, ich bin gerüstet. Mach dir keine Hoffnung, dass du das schaffst gegen mich. Honey. Das schmamscht. Da ist er ja, der Doc. Der hatte noch einen kleinen Snack gewollt. Zwei von euch. Ah, obwohl. Na, ah, nicht ins Bein, du Aschgesicht. So eine Frechheit. Habt ihr gesehen, was die neue Pistole kann? Die ist richtig geil, ne? Voll schnell. Und sie hat mehr Schuss. So, er hat was bei sich. Das Auge. Das können wir hier rüber und das Auge einsetzen. Achso. Sesam, öffne dich! Verrückter Mechanismus. Aber es ist Resident Evil, also es bleibt auch so. Wie mit irgendwelchen Emblemen Türen zu öffnen. Sir, ich muss das aus der Waffenkammer holen. Ja, nimm das rote Emblem mit dem dreieckigen Kopf. Dann wird schon alles gut gehen. Das ist ein Kraut. Die Heilung läuft gerade. Ich habe ja noch einen Erste-Hilfe-Spray dabei, sogar. Aber die werde ich wohl auch brauchen. Könnt ihr bitte nett sein? Wir nicht auf den Senkel gehen? Ein bisschen wie bei den Lickern. Ganz langsam laufen, dass die einen nicht hören. Oder besser gesagt, riechen. Oh Gott. In den Kopf.
Are you dead yet? Ja, Munition. Ich will. So, das nochmal. Eine komische Konstruktion. Ich hab's vergessen. Ja, noch was? Nö. Da geht's runter. Was haben wir denn da? Erstmal schauen. Diese Steinstatue hält ein Schwert. Schwert nehmen, ja. Nope. Solange ich die Rätsellösung nicht weiß, mache ich das nicht. Diese Steinstatue hält eine Rüstung. Diese Steinstatue hält einen Helm. Steinstatue hält einen Helm, Schwert, Schild. Okay. Nicht den Hebel bewegen. Ja, nur wenn ich das Schwert nehme und das Ding hochgefahren ist. Muss sie wahrscheinlich in die richtige Richtung drehen. Ich frage mich halt nur in welche. Wenn ich es falsch mache, bleibt mir nicht mehr viel Zeit und ich bin tot. Dann darf ich alles nochmal machen. Nee, lass mal. Wir gucken uns erstmal hier oben um und mal, was hier so geht. Dingern hier. Ein altes Wasserrad. Kann ich das nicht bewegen? Geht anscheinend was. Was ist hier mit? Frag mich, wofür dieses Gerät war. Der Gerät. Kann ich nicht auf den Knopf drücken? Kann ich irgendwas machen? Scheint nicht. Lauter Werkzeuge an der Wand. Seltsame Werkzeuge sind hier ausgestellt. Folterwerkzeuge anscheinend. Also, wie es aussieht, muss ich das Rätsel mit dem Dingens machen, mit dem Schwert. Wenn ich das Schwert nehme, fährt der Schild hoch. Kann versuchen zu drehen. Ich kippe ja nicht gleich aus den Latschen, aber. Weiß halt nicht, in welche Richtung. Das ist halt. Gucken wir mal. Das war anscheinend so nicht richtig. Ich glaube, es hat nicht mehr viel gefehlt. Ich glaube, ich muss gegenüber sein. Klappt's nicht? Nicht so langsam? Hm. Vielleicht andersrum. Vielleicht macht das mehr Sinn.
her. Nee, reset. Außer dem Schwert kann ich nichts nehmen. Und das Ding bewegen kann ich erst, wenn es hochfährt. Und dazu muss ich das Schwert nehmen. Versuchen wir das halt noch ein paar Mal, bis es klappt. Hat ja nicht mehr viel gefehlt, du. In der Brust ist ein Loch. Hätte das gedacht. Oh Gott. Nö. Eckiges Schwein. Wurdest aufgespießt. Reicht dir anscheinend nicht, ja? Brauchst immer noch ein paar Kugeln ins Gesicht. Meine Güte, ich will die Rolle haben. So, ich habe die Rolle. So, das wär's auch. Dann gehen wir wieder. Jetzt müssen wir zurück zum Menschen und dann in den Raum. Klavier und dem Arcade-Automat, der war gegenüber von dem Speicherraum. Das heißt, wir müssen jetzt die Baracken hier verlassen und wieder ein gutes Stück zurücklaufen. Nehmen wir mal. Ja. Ja, ich hab euch vergessen. Mein Gott, was machen die denn für Schaden, sag mal? Oder bin ich schon gut verletzt? Halt mir schon die Seite. Hab mich einmal angeknuspert. Ich finde das ziemlich frech. Der halt so reagieren auf Sound. Tut ihnen ja nix. Lauf ja nur. Anscheinend mögen die das nicht, wenn man sich schnell bewegt. Von wegen so, ah, die läuft schnell. Die müssen wir angreifen. Nee, nee, nee. Oh shit. Weiter. Nein, nein, nein. Ihr knusprigen Jungs, kriegt kein Stück vom Kuchen ab heute. Dieses Jauchzen die ganze Zeit. Falsche Tür. Das mit dem Klavierrätsel machen wir in der Folge jetzt noch. Und dann werde ich beheichern. Haben wir immer wieder neue? Dann lohnt es sich ja gar nicht, die umzubringen. Ziemlich frech, wenn ihr mich fragt. Arme Claire, was sie schon alles mitmachen musste hier. Vor allem mit mir. Ich scheue sie komplett irgendwie in die falsche Richtung ständig. Die fragt sich wahrscheinlich auch, was soll der Scheiß? Wieso tust du mir das an?
Greetings. You must be the lovely Claire Redfield. Who are you? Let's just say that I'm a ghost, coming back to haunt your dear brother. Wesker? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have them all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. What are you gonna do to him? Oh, how your brother will weep to see you die. What? What is it? Stay there. I'm coming. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. Jenseits der Schatten. Wesker, die alte Sacknase. Er ist halt auch nicht tot zu kriegen. Zum Glück haben sie ihn nicht nochmal für 7 oder 8 irgendwie ausgegraben. Und wegen so, haha, ich lebe noch. Weil Chris lebt ja noch. Aber was bin ich froh, dass das Wesker nicht tut. Also irgendwann war auch mal gut mit dem. Ich konnte seine fiese Visage nach irgendwie gefühlt 5 Teilen nicht mehr sehen. Wobei, in 3 kam er nicht vor. Resident Evil 1 kam er vor. Resident Evil 5 kam er vor. Und hier. Man hatte ihn einfach dann zu oft schon gesehen. Ameisenkönig nehmen, ja. Schöne Musik. Wirklich schönes Lied. Ja, wir haben Wesker nicht zum letzten Mal gesehen. Ich wusste zwar, dass er auftaucht, aber ich dachte, er kommt wesentlich später. Ich dachte, so kurz vor Ende kommt er. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. So, hier speichern wir nochmal. Bevor wir uns dann rüber begeben, wieder in die alte, ins alte Schloss, sag ich mal. Weil da setzen wir dann besagte Ameise ein, die wir gefunden haben. Und dann geht's weiter. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen bei Resident Evil Code Veronica X. Und das nächste Mal geht es weiter, dann, wie gesagt, begeben wir uns zum Schloss. Und mal sehen, ob wir die Ashfords wieder treffen und was mit Wesker eigentlich ist. Also, bis dann.